Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Herzlich willkommen zu Berts Sci-Fi-Kaleidoskop. Am Mikrofon ist Bert Meierhofer. Heute geht es um einen Maler. Sein Name ist Michael Böhme. Er hat mit seinen Arbeiten internationalen Ruhm erworben. Unter anderem waren seine Bilder zu bestaunen bei der New York Space Expo, in der California Academy of Science in San Francisco, im Johnson Space Center in Houston, Texas und an vielen anderen Orten auf unserer schönen Erde und hoch über unseren Köpfen, im Orbit. Heute besuchen wir Michael Böhme zu Hause in seiner Denk- und Malwerkstatt. Herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast in einem besonderen Studio in Konstanz, nämlich bei einem Maler, bei dessen Bildern ich oft an das Thema Science Fiction denken muss. Ich könnte mir seine Bilder auf Taschenbüchern der Science Fiction vorstellen. Und eines von seinen Bildern ist mir besonders ans Herz gewachsen. Es zeigt nämlich die Oberfläche eines Exoplaneten und über diese Oberfläche ist ein Alien gelaufen. Das ist nicht mehr da, aber man sieht noch seine Spuren. Und dieses Bild, das hängt seit 15 Jahren bei mir über dem Wohnzimmersofa. Nochmal herzlich willkommen. Heute sind wir bei Michael Böhme. Er sieht sich, denke ich, als Space Art Maler. Sag uns bitte, was könnte man denn unter Space Art verstehen? Ja, Space Art hat verschiedene Bedeutungen. Es kommt immer darauf an, auf den Künstler, welcher Richtung er sich zuwendet. Es gibt Möglichkeiten, futuristische Dinge darzustellen. Es gibt Möglichkeiten, die Raumfahrt zu begleiten. Oder es gibt auch die Möglichkeiten, das ist das eigentlich, was ich bevorzuge, mehr so die astronomische Sichtweise. Ich mache mir Gedanken, wie ist unsere Erde eingebettet ins Weltall, wie sieht unser Sonnensystem aus, was kommt danach, die Milchstraße. Und das ist ein Gedanke, der mich besonders interessiert. Gibt es möglicherweise Planeten, wo sich Ähnliches oder Leben entwickelt haben könnte? Und die weitere Frage sich dann anschließen würde, kann es sein, dass dieses Leben, wenn es sich entwickelt hat, vielleicht auch intelligent ist, so wie wir, dass es sich entwickelt hat, dass es eine Zivilisation hat? Und das ist das Thema, was ich besonders gerne darstelle in meinen Bildern. Und dieses Bild, was du erwähnt hast mit dem Spuren, das ist etwas, was ich auch besonders gerne gemacht habe, nämlich ich wollte damit ausdrücken, dass der, oder besser gesagt, den Betrachter animieren dazu, sich selber Gedanken zu machen. Dass er in dieses Bild hineingeht, sich überlegt, was ist passiert da und was kann das dargestellt sein, nämlich möglicherweise ein Wesen, ein tierähnliches Wesen oder ein vielleicht sogar intelligentes Wesen, was dort durch diese Gegend gelaufen ist. Ich finde, wenn man die Fantasie anregt, bewirkt es einen noch stärkeren Eindruck eines solchen Bildes. Und das ist genau mein Grund, weshalb ich mich besonders auch mit diesem Bild beschäftigt habe. Du hast ja für viele Planetarien auch gearbeitet, Landschaften geschaffen im 360-Grad-Bereich. Für deine Bilder in der astronomischen Kunst bist du ja auch mehrfach ausgezeichnet worden. Und da gab es jetzt auch eine Mitgliedschaft bei einer berühmten Vereinigung. Das nennt sich auf Englisch IAAA. Und das ist eine Vereinigung astronomischer Maler oder die sich eben mit dieser Thematik Space Art, der Dr. Keller, Professor Dr. Keller aus Stuttgart würde sagen, kosmische Art beschäftigt. Das sind meistens Künstler aus dem englischsprachigen Raum, vor allen Dingen aus Amerika.
Und bin da irgendwann dazugekommen. Man hat sogar hat mich da aufgenommen. Ich wurde dann sogar zu einem Fellow Art befördert sozusagen. Das ist also ein Künstler, der sich in vorbildhafter und beispielgebender Weise mit dieser Space Art auseinandersetzt. Das ist eine, aber da gibt es verschiedenste Künstler, die sich auch verschiedenster Richtungen widmen. Aber ich habe den Eindruck, so die Amerikaner möchten vor allen Dingen ihre Raumfahrt hochleben lassen. Der wird vor allen Dingen werden Raketen neuester Bauart oder die Space Shuttles da dargestellt oder die kommende Eroberung des Mondes, also die neue Eroberung des Mondes. So solche Sachen sind da hauptsächlich. Da bin ich insofern etwas außerhalb des Mainstreams, wie man so schön sagt, mit meinen Gedanken, die mehr so in die astronomische Richtung gehen. Der Professor Keller hat dir ja auch ein wunderschönes Denkmal jüngst gesetzt in der Zeitschrift Exodus, die sich auch viel mit Science-Fiction-Themen befasst. Ich fand das wunderbar zu lesen, war auch wunderbar bebildert. Das war wirklich gelungen. Viele deiner Darstellungen haben ja auch Eingang gefunden in Schulbücher. Wir werden da nachher noch drauf eingehen. Aber jetzt würde mich ein bisschen so zu deiner Biografie ein paar Bemerkungen würden mich interessieren. Ich stelle jetzt eine Frage zu deiner Kindheit. Dafür habe ich eine für mich fremde Sprache gelernt. Wo hast denn du deine erste Butterbäbe gemacht und wo habt denn ihr Ringelreihe getanzt? Du hast mich gut getroffen, ich war mein Gutster. Ja, ich bin in der Tat in Chemnitz geboren, hab allerdings kaum Erinnerungen daran. Das waren so die letzten Kriegsjahre, wo ich geboren wurde, hab aber vom Krieg nicht viel mitbekommen und hab auch die ersten Jahre dann in der Nähe von Chemnitz gelebt, bis mein Vater sich entschlossen hat, die damals schon bestehende DDR zu verlassen. Wir sind also 1950 sind wir in den Westen geflohen und das war zwar damals noch nicht so lebensgefährlich wie dann später, aber wenn man erwischt worden wäre, wäre man sicher auch ins Gefängnis gekommen. Und das hat geklappt und dann sind wir eben hier im Westen, in verschiedenen Städten, angefangen von Köln bis dann zuletzt Kassel. Und in Kassel habe ich dann meine Jugendzeit verbracht, habe dann in Marburg studiert, Jura, und bin dann aus Sehnsucht an den Bodensee, bin ich dann dorthin gezogen, hatte auch das Glück, dass ich dort bei der Justiz eine Stelle fand und war dann in Konstanz bis zu meiner Pensionierung dann auch bei der Justiz als Richter und Staatsanwalt tätig. Damit bist du ja ein Zeitzeuge der jungen Bundesrepublik. Könntest du sagen, es ist noch die gleiche Republik wie damals oder hat sich seit den 50er Jahren Entscheidendes geändert? Hast du da eine Meinung? Ja, da habe ich schon durchaus eine Meinung. Insbesondere, ob das jetzt gewollt ist oder nicht. Ich habe den Eindruck gehabt, wir, die wir nach dem Krieg gelebt oder aufgewachsen sind, haben eine besondere Gunst gehabt. Ich bin kein Anhänger von Kohl, aber Kohl hat mal gesagt, das ist die Gnade der späten Geburt. Den kann man so oder so interpretieren. Aber in der Tat muss ich sagen, jemand, der nach dem letzten Krieg gelebt hat bis heute, hat eine unheimliche Vergünstigung gehabt, nämlich dass er den Wiederaufbau erlebt hat und es ging aufwärts. Und das ist das, was mich geprägt hat und auch vor allen Dingen dankbar gemacht hat. Das ist mein Eindruck, dass die Bundesrepublik eigentlich sich sehr positiv entwickelt hat. Und im Augenblick stehen wir an einem Wendepunkt, wie sagt man so schön, wir sind an einer Zeitenwende. Und das ist, also meine Kinder oder mein Sohn und meine Enkelkinder werden es sicher mal nicht so leicht haben. Insofern ist da schon ein Unterschied festzustellen.
Also man könnte sagen, du hast in den jungen Jahren dein juristisches Gehirn trainiert durch Studium und Berufstätigkeit, aber dann fing es auch schon richtig bald mit der Malerei an und wie ich meine, auch sehr professionell. Also ich denke 1984, da war doch ein Ereignis im Planetarium Stuttgart und wenn ich mich richtig erinnere, dann kreuzten sich unsere Wege damals zum ersten Mal. Das ist richtig. Ich habe eigentlich, Gott sei Dank muss ich sagen, so sehr wie ich die Malerei liebe, aber es ist eine Tätigkeit, wo man in Ausnahmefällen viel Glück hat und viel Geld verdient, aber absolut ungesichert ist. Und wenn man eine Familie gründet, ist man mit Sicherheit besser dran, wenn man Jura macht, weil das eine sichere Existenz ermöglicht. Aber es hat mich die ganze Zeit, währenddessen hat mein Herz gebrannt für die Malerei. Ich muss sagen, das ist, mich hat immer schon fasziniert, der Gedanke, mit einem Bild etwas ausdrücken zu können, einen Werdegang, etwas, was zum Nachdenken anregt oder was besonders das Auge anregt. Das hat mich während meines Jurastudiums immer schon unheimlich beschäftigt. Und ich würde sagen, dass ich eigentlich in gewisser Weise etwas zweigeteilt bin. Ich habe mal in einem Interview, was ich in einer Zeitung gegeben habe, nach einer solchen Ausstellung, so etwas scherzhaft gesagt, ich habe zwar ein juristisches Hirn, aber so viel Fantasie, dass mir die Paragraphen alleine nicht ausreichen. Das war so eigentlich ganz gut getroffen, ist meine Person so ganz gut getroffen. Und das heißt, ich habe das, oder sagen wir mal, das größte Glück, das ich für mich empfunden habe, ist, dass ich beides in Einklang bringen konnte. Und die Malerei hat mich immer schon beschäftigt, auch schon vor 1984. Ich habe auch Lehrer gehabt, die mir das beigebracht haben, bis zu einem Professor der Kunstakademie in Stuttgart, der mich da in verschiedene Kunstorganisationen aufgenommen hat. Der hat nun allerdings nicht so sehr meine kosmischen Bilder oder Space Art Bilder bewundert, sondern vor allen Dingen meine umweltkritischen Bilder. Die haben es ihm angetan. Und das ist so auch so ein Punkt, auf den wir vielleicht eingehen könnten, aber darauf kommen wir gleich. Ich möchte noch eines deiner Bilder ins Zentrum rücken, und zwar die Begegnung. Inzwischen sind ja mehr als 5000 Exoplaneten entdeckt, sind teilweise potenzielle Schauplätze einer außerirdischen biologischen Evolution. Und mit dem Webb Space Teleskop, da kann man sich ja noch die Entdeckung weiterer Exoplaneten erhoffen, bei denen man dann vielleicht sogar Atmosphärenmarker nachweisen könnte. Möchtest du bitte dieses Bild, die Begegnung, kurz paraphrasieren, dass man sich das vorstellen kann und auch die besondere Geschichte des Bildes erzählen? Das hat ja eine besondere Geschichte, das ist richtig. Augenblick, ich will es mal gerade hier. Ah, jetzt habe ich es. Also, das Bild ist auch in meiner Homepage an prominenter Stelle dargestellt. Wie kam es dazu? Ich bin durch meine Malerei, habe ich natürlich nicht nur dich kennengelernt, auch andere, zum Beispiel auch den Arthur Woods kennst du sicher. Er nennt sich selber Swiss Ami, sagt er, das ist ein netter Ausdruck. Er ist sozusagen, er hat seine Frau in Kalifornien kennengelernt und ist ihr danach in die Schweiz gefolgt. Er ist inzwischen Schweizer und hat mich da auch, den habe ich kennengelernt, er hat auch verschiedene Ausstellungen mich mitgenommen und da kam es, er hat auch mit der ESA zusammengearbeitet, die damals mit den Russen zusammengearbeitet haben, mit der Mir-Station. Und da gab es eine Idee, dass man sagt, Weltraum ist so wichtig, da muss auch der Aspekt Kunst mit hinein. Und dann haben die eine Ausstellung geplant auf der Mir-Station mit verschiedenen Bildern von internationalen Künstlern. Und da wurde eine Ausschreibung gemacht, man könnte sich beteiligen. Das musste aber ein besonderes Format sein, das war DIN A4. Und das auf Spezialpapier gemalt.
da musste ich mir echt den Kopf zerbrechen, wie mache ich das? Und dann war vor allen Dingen die Frage, was stelle ich da? Und da ist mir eben die Idee gekommen, das Beste könnte sein, auf symbolische Weise eine Begegnung mit einer fortgeschrittenen Zivilisation darzustellen. Das muss jetzt nicht gedacht sein, dass man da mit Raketen hinfliegt, um die dort oder dass die zu uns kommen, sondern das ist mehr vielleicht auch eine gedankliche, symbolische Begegnung, zum Beispiel vielleicht auch durch Radioteleskop-Signale, dass man also ein Signal hierher schickt und darauf antwortet. Und dann sieht, wie sind diese fremden Wesen und wie begegnen wir denen und wie können wir vor allen Dingen Informationen austauschen. Das ist ja eigentlich das Interessante. Ich glaube, realistisch gesehen wird es eigentlich nicht zu einem Kaffeetrinken auf einem fremden Planeten kommen, sondern realistisch gesehen ist vielleicht, dass es in einigen zig oder 100 Jahren, wenn wir noch existieren, das einmal vorausgesetzt, dass es da zu einem Kontakt kommen wird. Und diesen Kontakt habe ich dargestellt. Da ist auf der einen Seite, rechts ist so mehr in einer Art Scherenschnitt, ist ein menschlicher Kopf dargestellt. Und da ist der Raum des Gehirns ist freigelassen. Und in diesem Raum schwebt die Erde. Und auf ihm gegenüber ist dargestellt in Kontrastfarben, das ganz bewusst gemacht, weil damit man sieht, aha, das ist eine andere Seite, ist eine Silhouette von einem Außerirdischen dargestellt, der wiederum auch den Kopf freigelassen hat und dort schwebt ein andersartiger Planet, gedacht als sein Heimatplanet, und die beiden tauschen sich aus über ihre verschiedenen Welten. Und diese symbolische Darstellung habe ich bewusst gewählt, weil ich der Meinung bin, mit solchen symbolischen Darstellungen am meisten erreichen zu können. Als Jurist weiß ich das ja, ich arbeite vor allen Dingen mit Worten und Sätzen, aber ich bin trotzdem ein Anhänger der Version, dass ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Und das ist genau das, was ich versucht habe hier darzustellen, nämlich dass man sich selber seine Gedanken macht, dass man überlegt, was passiert da, nämlich ein Gedankenaustausch über die verschiedenen Welten. Das ist eigentlich die Grundidee dieses Bildes und da ist auch ganz bewusst diese Nebel, die da so, diese Streifen von Nebeln, die sich kreuzen, das Blau und das Rot, das ist auch so bewusst, dass die beiden Welten sich begegnen. Das ist so die Idee dahinter. Und das Bild habe ich eingereicht, das muss ich noch dazu sagen, und ich hatte das Glück, dass es angenommen wurde. Und dann hat die ESA zusammen mit den Russen, haben da diese Bilder, das war der damalige Astronaut Thomas Reiter, ich glaube, das ist der richtige Name, ja, hat diese Bilder sozusagen im Gepäck gehabt, ist hochgeflogen, dann wurden diese Bilder, das waren insgesamt 20 Stück, wurden ausgestellt. Und dann nach der Beendigung, da gab es eine große Pressekonferenz in Brüssel von der ESA veranstaltet über diese Ausstellung und hatte also durchaus sehr viel Resonanz. Und ja, vor allen Dingen ist es ja auch wichtig, wenn man mal sagen kann, meine Bilder waren schon im Weltall. Das ist also schon auch auf meiner Homepage einer der wichtigsten Gesichtspunkte, die ich mache. Und das Bild kam dann irgendwann zurück mit einer Signatur von den Kommandanten des Raumschiffes und auch von dem Thomas Reiter und hängt jetzt irgendwo bei mir und eigentlich nicht an der Wand, sondern ich habe es irgendwo sicher verwahrt, weil das ja doch ein gewisses symbolische Bedeutung hat und wichtig für mich ist. Ja, das war im Jahre 1995, aber es gab noch einen zweiten Weltraumbesuch, aber der war weniger erfreulich. Ja, das war 2003. Da haben die Amerikaner dieses Space Shuttle hochgeschickt
Columbia, ja. Und die wurde hochgeschickt und die Idee war, man nimmt da auch den Kunstaspekt mit, unter anderem zwei Drucke von mir, die sollten dann im Weltraum signiert werden. Und einen Druck hätte ich bekommen, einen anderen Druck der Sponsor, der das veranlasst hat. Naja, die Geschichte ist ja bekannt. Diese Columbia ist verunglückt, was also mit Sicherheit eine unheimliche Tragödie war. Und mich auch heute noch beschäftigt. Ich muss allerdings sagen, der andere Aspekt ist auch der, der Südkorea hat mal geschrieben, seine Bilder verglühten im All. Daran sieht man schon, dass sowas auch spektakulär genutzt wird. Ne? Noch mehr war das spektakulär, als wenn darüber gestanden hätte, sein zweites Bild flog ins Weltall. Aber es bleibt, es sind zwei Bilder gewesen von mir, die da so im Weltall waren. Und das, was mich besonders berührt oder stolz macht, einmal die Russen und einmal die Amerikaner. Ne? Also bin von beiden Seiten da wahrgenommen worden. Ne? Ein anderes Bild von dir, das ebenfalls eine bedeutende Wirkungsgeschichte hat oder noch haben wird, ist die Sanduhr. Ich finde das besonders eindrücklich. Man sieht im oberen Teil der Sanduhr ein kleines Restchen Wald, eine intakte Natur, und diese rieselt uns unaufhaltbar, rieselt die uns zwischen den Fingern davon. Was hat dich dazu getrieben? War es ein der grenzenlose Fortschrittsglaube der 80er Jahre oder wie kamst du auf diese Idee? Ja, ich lasse mich vielleicht dazu grundsätzlich was sagen. Es erscheint zunächst mal als Widerspruch, wenn man sich mit dem Weltall beschäftigt und dann vielleicht auch in gleicher Weise, was eigentlich fast mein Hauptthema ist, mit der Umweltproblematik. Das ist für mich aber kein Widerspruch, sondern es gehört irgendwie auch zusammen. Ich habe das mal bei einer Ausstellung in Norwegen war das, da habe ich ein Paper dazu gemacht und habe dann die Überschrift war Saving Earth and Exploring the Universe. Das heißt, es gehört beides zusammen. Das eine kann nicht stattfinden ohne das andere. Das hatte auch der Professor Dr. Keller in seinem Bericht gut herausgestellt, vor allen Dingen in dem letzten Satz, was mich bewegt, nämlich dass ich der Meinung bin, wir müssen unsere Umwelt und unser Universum erforschen, wenn wir bestehen bleiben wollen. Wir müssen aber in gleicher Weise darauf achten, dass wir den Boden, auf dem wir sind, nicht zerstören. Und das genau ist eigentlich der Beweggrund für meine Umweltbilder, die also nicht in Kontrast stehen zu der vermeintlich unkritischen Betrachtung des Weltalls, sondern auch als gleichbedeutender Zweig meiner Malerei. Und das ist ein Bild, was in der Tat die meiste Resonanz erzeugt hat. Das ist diese Sanduhr. Und diese Sanduhr ist in den Wolken dargestellt und in der Tat oben, wenn man das betrachtet zunächst mal, hat man den Eindruck, das ist eine heile Welt. Das ist der erste Eindruck. Wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, dass diese heile Welt gerade dabei ist, durch den Hals der Sanduhr nach unten zu rieseln. Und ja, das ist ein Wertevorgang, der eigentlich für unsere als Synonym für unsere Situation dasteht. Nämlich, wir stehen kurz davor, dass uns der Boden unter den Füßen wegsackt, um es mal auf symbolisch auszudrücken. Und genau das ist dargestellt. Und dieses Bild ist für mich ja wichtig. Und wenn man also in meine Homepage geht mit www und so weiter, dann anklickt, dann taucht hier als erstes auf, ein Licht verlöscht, heißt das. Das ist wie eine Lampe, die also unsere Erde darstellt, die aber oben schon zerbrochen ist. Und man sieht dieses blaue Licht verlöscht. Und das habe ich verwendet und da steht drauf, unsere Umwelt bewahren und unser Universum erforschen. Das ist meine Haupttendenz, die ich versuche darzustellen. Wobei ich bei meinen Umweltbildern einen ganz wichtigen Punkt sehe. Ich möchte damit nicht erreichen, sozusagen eine Resignation.
dass man sagt, oh Gott, es ist ohnehin zu spät. Alle meine Bilder gehen eigentlich darauf hinaus, dass es den Ernst der Lage zwar darstellt, aber immer noch ein Hoffnungsschimmer dabei ist. Da ist zum Beispiel ein Bild, das heißt Neubeginn. Da ist ein Baumstamm dargestellt, wo die Rinde die Erdteile darstellen. Und aus dem Baumstamm, der abgestorben ist, treibt noch ein Zweig heraus. Das ist das Symbol. Es ist noch nicht zu spät. Lasst es uns tun. Lasst uns was tun dafür, dass die Umwelt erhalten bleibt. Die größte Bedrohung der Menschheit ist ihr eigener Unverstand. Nun ist es leider so, dass sich der Verstand in letzter Zeit nicht gerade vermehrt hat. Was würdest du sagen, wann ist die Uhr abgelaufen? Es kommt je nach der Betrachtung drauf an. Es gibt sicher Gründe, und wo man sagen kann, die Uhr ist bereits abgelaufen. Ich habe mir in letzter Zeit macht man sich auch Gedanken, was ist die Menschheit überhaupt für eine Gattung? Ist sie überhaupt eine Gattung, die es verdient, weiterzuleben? Wir betrachten uns immer als Krone der Schöpfung, sind aber noch nicht mal in der Lage, unsere Boden, auf dem wir stehen, zu bewahren. Da sehe ich einmal die Umweltproblematik, da sehe ich die Kriege, die zurzeit existieren, zum Beispiel den Ukraine-Krieg, um es mal ganz aktuell zu machen, die Menschen sind nicht in der Lage zu erkennen, dass das, was sie da tun, nämlich sich gegenseitig bekämpfen, eigentlich die beste Möglichkeit ist, um insgesamt unterzugehen. Meine Hoffnung will ich nicht aufgeben. Nicht zuletzt auch wegen meinem Sohn und meinen Enkelkindern oder auch der anderen Menschheit. Aber ich finde, wir müssten langsam mal aufwachen. Ich zitiere hier: Wir sollen vorwärts streben, müssen aber vorsichtig agieren, um nicht die Grundlagen für unser Überleben zu vernichten. Zitat Ende. Ist dieses Motto nicht zu schwach formuliert? Weil ich finde, gerade das Vorwärtsstreben, das ist ja die Ursache der Gefährdung unserer Gegenwart, eben durch Technikentwicklungen, die viel weiter greifen, als wir schauen können. Das ist richtig. Kann man so sehen, sicher. Ich bin allerdings der Meinung, dass ein Stillstand, der sonst ja wäre, mit Sicherheit auch nicht weiterführen wird. Wir müssen vorwärts streben, auch in unserer Erkenntnis, vielleicht auch in der Erforschung unserer Umwelt, unserer Erde und des Universums, wenn wir eine Chance haben wollen, überhaupt Erkenntnisse erzielen, die ein weiteres Überleben vielleicht ermöglichen werden. Also insofern sehe ich da durchaus in dem Vorwärtsstreben oder dem Erkenntniserlangen kein kontraproduktives Element. Also nur alleine, indem man Energie spart, was unheimlich wichtig ist, aber das alleine wird uns nicht retten, sondern es wird uns nur dann retten, wenn wir eben weitere Erkenntnisse erlangen. Die hat natürlich auch den Vorteil, es gibt ja auf dieser Erde nichts, was nur gut oder schlecht ist. Zum Beispiel die Erforschung der Atomenergie, das hat viele, vielleicht sogar überwiegend negative Aspekte, wenn man mal an die Atombomben denkt oder so, die Bedrohung, die dadurch für die Erde existiert. Aber man muss es erforschen, um weiter zu sehen, wo stehen wir, was für Chancen haben wir. Und das ist das Wichtige, was mich dazu veranlasst, nicht zu sagen, wir müssen in erster Linie unsere Umwelt bewahren, sondern beides, dass wir beides tun müssen. Ein anderes Zitat von dir lautet: Beim Malen bleibt man jung. Das Umsetzen einer Idee, so erst im Kopf und dann mit Farbe und Pinsel und Airbrush und Software, das beschäftigt das Gehirn nicht zu knapp, kann ich mir gut vorstellen. Kann man denn sagen, die Malerei ist ein Rezept, um jung zu bleiben? Ja, mit Sicherheit. Also ich habe das so erlebt, und ich würde mal sagen, das muss nicht unbedingt die Malerei sein. Es ist die Kreativität, die dahinter steckt. Der Gedanke, etwas darstellen zu wollen oder zu machen zu wollen oder was auch immer,
der Gedanke, die Beschäftigung damit und dann die Umsetzung in das fertige Ergebnis, was ja dann nicht sozusagen weggelegt wird, sondern immer den Ansatz gibt für die Beschäftigung mit Neuen. Ich habe also die Malerei, deswegen sage ich ja auch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wenn ich so ein Bild male, dann tauchen mir völlig neue Gedanken auf und wichtig ist vor allen Dingen die Idee, wie kann ich das umsetzen in der Tat? Welche Instrumente nehme ich dafür? Das hat mich in der Malerei, obwohl ich da meine Lehrmeister auch hatte, aber das meiste habe ich natürlich selber auch rausgefunden. Zum Beispiel, du warst ja mal hier, da habe ich dir gezeigt, wie man so Strukturen darstellt. Ne? Also zum Beispiel Bäume oder so. Das ist eine etwas, das bringt ja niemand bei. Das kannst du entweder nur selber lernen. Und diese Sachen sind für mich das, was mich auch jung hält. Diese Beschäftigung mit etwas und die Erkenntniserlangung und dann das drauf aufbauend neue Erkenntnisse. Das ist das, was immer weitergeht und das ist auch das, was mich in der Malerei nach wie vor nicht ruhen lässt oder was mich weiterhin beschäftigt. Du hast vielleicht gesehen, ich habe auch teilweise nicht nur Bilder mit Pinsel gemalt, sondern auch mit dem Computer. Also du hast am Anfang erwähnt, diese Vereinigung IAAA, das sind Künstler, die also in weitem Feld nur noch mit dem Computer malen. Computergrafik nennt sich das. Das habe ich auch mal angewendet. Ich finde das auch interessant. Allerdings muss ich sagen, für mich persönlich, ich will das nicht verallgemeinern, aber für mich hat ein Bild, ein selbstgemaltes Bild, mehr Seele. Man kann besser noch ausdrücken. Aber trotzdem ist das, was einen beschäftigt. Ich bin zum Beispiel dabei, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, über diese Computer, diese App Unreal Engine. Das ist eine unheimlich komplizierte Sache. Und ehrlich gesagt, bin ich, wenn ich nicht so noch mich geistig rege fühlen würde, würde ich sagen, das kannst du nicht bringen, da musst du aufgeben. Trotzdem, ich bin Zeit meines Lebens so verbissen gewesen, wenn ich mal an etwas dran war, das auch rauszufinden. Und das hält mich jung, diese Gedanken, diese Überlegung, wie kannst du weiterkommen. Das ist übrigens auch etwas, was unsere Menschheit eigentlich, wie kann ich weiterkommen, wie kann ich überleben, wie kann ich neue Erkenntnisse erlangen, das überschneidet sich da. Na. Danke, dass wir im Studio in Konstanz zu Gast sein durften. Lieben Dank für das Interview und alles Gute. Es hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Gerne, tschüss. Okay, tschüss. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.